Im Ersten Weltkrieg kam es zu einer sprunghaften Entwicklung im Bereich der Technisierung des Krieges, aber auch zu einer nie dagewesenen Rückbesinnung auf althergebrachte Kampftechniken. Sicher, es gab Panzer, Flugzeuge und Maschinengewehre, aber das eigentliche Kämpfen war immer noch stark abhängig vom körperlichen und psychischen Zustand der Soldaten sowie deren Opferbereitschaft. Diese Männer waren auf vielerlei Weise von Tieren abhängig und um diese Tiere soll es heute gehen. Mein Name ist Christoph Krachten, herzlich willkommen. Es ist für uns heute fast nicht mehr nachvollziehbar, welche Dinge und Gegebenheiten den Krieg erst ermöglichten. Die Zahlen sind atemberaubend. Während der Schlacht von Verdun wurden ungefähr 32 Millionen Granaten abgefeuert. 32 Millionen! Die Briten beispielsweise haben während des gesamten Krieges ungefähr 250 Millionen Granaten verschossen. Diese wurden zwar nach Möglichkeit mit dem Zug, Lastwagen oder Boot transportiert, aber trotzdem wurden allein für den Transport von Munition, Nahrungsmitteln und Ausrüstung Hunderttausende Pferde, Esel, Ochsen und sogar Kamele oder Hunde benötigt. Feldgeschütze wurden von Gespannen aus 6 bis 12 Pferden auf Position gebracht, die Toten und Verwundeten auf Pferdekarren abtransportiert und der Nachschub für die Front sehr oft auch von Vierbeinern herangebracht. Selbst die britische Armee, die als die am meisten mechanisierte der Kriegsmächte galt, verließ sich zu einem großen Teil auf Zugtiere. Am Ende des Krieges besaß diese Armee 500.000 Pferde, also eine 500.000, die die Soldaten jeden Monat mit 34.000 Tonnen Fleisch und 45.000 Tonnen Brot versorgten. Allzu leicht vergisst man aber, dass auch die Tiere Futter und Wasser brauchten. Weil das Pferd das am häufigsten eingesetzte Tier war, wollen wir uns ihm zuerst widmen. Beim Ausbruch der Kampfhandlungen im Jahr 1914 besaßen Deutschland und Großbritannien jeweils ungefähr 100.000 Mann an Kavallerie. Diese Männer benötigten natürlich eine große Zahl an Pferden. Es ist wichtig zu wissen, dass alle älteren Generäle an die Überlegenheit eines Kavallerieangriffs glaubten. Niemand hatte einen Grabenkrieg in Erwägung gezogen. Doch noch während des ersten Kriegsmonats mussten alle Beteiligten aus bitterer Erfahrung lernen, dass die Kavallerie zu einem Relikt vergangener Zeiten verkommen war. Eine Kavallerieattacke war gegen Maschinengewehre, Schützengräben und Stacheldraht völlig machtlos und nutzlos. Trotzdem kam es dann und wann sogar an der Westfront zum Einsatz von Kavallerie. Beispielsweise im März 1918, als die Briten einen Angriff gegen die Deutschen starteten. 4 von 150 Pferden überlebten die Attacke. Aber Pferde waren immer noch von entscheidender Bedeutung und verglichen mit den ersten Formen des motorisierten Transports verlässlich. Also wurden sie so zahlreich eingesetzt, dass bis zum Ende des Krieges 8 Millionen Pferde gestorben waren und Pferdefutter beispielsweise in Großbritannien das mit am meisten verschiffte Gut war. Das brachte natürlich auch Probleme mit sich. 1917 waren die Operationen der Alliierten durch die deutschen U-Boote gefährdet, die den Nachschub an Getreide aus Nordamerika abschnitten. Deutschland allerdings hatte seine eigene Futterkrise zu bewältigen und oft wurden Sägespäne unter das Futter gemischt, um das Hungergefühl der Tiere zu unterdrücken. Viele Pferde starben schlicht und einfach den Hungertod. Pferde wurden aber auch zur Steigerung der Moral eingesetzt. Es gab viele Rekrutierungsplakate, die eine enge Bindung zwischen Mensch und Pferd zeigten. Doch obwohl die Tiere in vielerlei Hinsicht nützlich waren, gab es auch Nachteile an einer derart großen Pferdepopulation innerhalb der Armee. Eine der größten Schwierigkeiten war das Erhalten gewisser hygienischer Standards. Überall, wo Pferde waren, war auch Pferdekot eine optimale Brutstätte für Krankheiten. Der Dung sollte eigentlich sofort vergraben werden, aber inmitten von Kämpfen ist das nur schwer einzuhalten. Selbst das Vergraben von Pferdekadavern konnte nicht immer sofort erledigt werden. Auch der Schutz vor dem Wetter war ein Problem. Die meisten Pferde waren einfach nur an einer Reihe aus Pfählen festgemacht, ohne Dach über dem Kopf. Im Winter waren sie der klirrenden Kälte also schutzlos ausgeliefert. Ihr Winterfell wurde meistens sehr kurz gehalten, um Hautkrankheiten schneller entdecken zu können. Aber das hatte den unangenehmen Nebeneffekt, dass den Pferden so ihre natürliche Wärmequelle genommen wurde. Man kann mit einiger Sicherheit sagen, dass die Pferde ein ähnliches Schicksal durchmachten wie die Soldaten. Viele starben an den harten Umständen an der Front. Erschöpfung, Ertrinken, im Matsch stecken bleiben, in Granattrichter fallen, mangelhafte Ernährung und Giftgasattacken. Dinge, an denen Pferde wie Soldaten gleichermaßen starben. Mit dem Beginn des Gaskrieges 1915 machte man sich auch Gedanken um die Pferde. Man zweckentfremdete verschiedene Dinge, um Nasenstöpsel für die Tiere herzustellen, damit diese auch bei Gasattacken atmen konnten. Später entwickelt man sogar spezielle Gasmasken für Pferde, aber viele verwechselten diese mit Futtersäcken und zerstörten sie aus Versehen.
Ein Kuriosum war, dass die gut ausgebildeten Pferde öfter unter dem Beschuss litten und verrückt wurden als ihre weniger gut ausgebildeten Artgenossen. Diese lernten nämlich schnell, sich bei Artilleriefeuer hinzulegen und Schutz zu suchen. Aber nicht immer war es möglich, Pferde für den Transport zu benutzen, also setzte man stattdessen Esel und Maultiere ein. Selbst Elefanten holte man aus den Zoos und nutzte Fotos von diesen, wie sie schwere Lasten schleppten, um der Bevölkerung zu Hause zu zeigen, dass auch diese exotischen Tiere ihren Teil zu den Kriegsanstrengungen beitrugen. Im Mittleren Osten wurden häufig Kamele anstelle von Pferden benutzt, sogar als Reittiere für die Kavallerie. Trotzdem waren Pferde in so ziemlich jedem Bereich des Krieges unerlässlich, mit Ausnahme von U-Booten und Flugzeugen natürlich. Doch nicht nur das Pferd spielte eine sehr wichtige Rolle im Krieg, sondern auch einige andere Tiere. Tatsächlich hatten auch Hunde viele Aufgaben im Krieg, ganz besonders in den Schützengräben und im Niemandsland. Die Franzosen und Belgier benutzten Hundegespanne sogar zum Transport von Lasten. Es wird geschätzt, dass Deutschland bis zum Jahr 1918 mehr als 30.000 Hunde im Krieg eingesetzt hatte, die Alliierten an der Westfront mehr als 20.000. Unter ihnen waren viele Vertreter der englischen Hunderasse Bull Terrier. Ihr bekanntester Vertreter dürfte Sergeant Stubby sein, der am höchsten ausgezeichnete Hund des Ersten Weltkriegs. Er wurde tatsächlich in den Rang eines Leutnants erhoben. Die beliebtesten Hunderassen waren mittelgroße, gut trainierte Arten. Zwei besonders geschätzte Rassen waren Dobermann Pinscher und deutsche Schäferhunde. Dobermannhunde sind nicht nur sehr intelligent und leicht abzurichten, sondern auch sehr gute Wachhunde. Aufgrund ihrer schlanken Gestalt, ihrer Wendigkeit und ihres dunklen Fells konnten sie sich mit Leichtigkeit durch das Kampfgebiet bewegen, ohne von den Gegnern bemerkt zu werden. Kleinere Rassen, wie zum Beispiel Terrier, waren ebenfalls oft im Einsatz, oft sogar als Rattenfänger in den Gräben. Im Allgemeinen hing die Rolle eines Hundes von seiner Größe und seiner Ausbildung ab. Die Hunde bekleideten verschiedene Aufgaben, zum Beispiel als Wachhunde, Spürhunde, Rettungshunde, Minensuchhunde, Transporthunde, Rattenfänger und Maskottchen. Schauen wir uns die einzelnen Aufgaben einmal genauer an. Wachhunde gingen gemeinsam mit ihren Herrchen auf Patrouille an einer kurzen Leine und mit strenger Hand gehalten waren sie darauf geschult, ein Warnsignal, ein Knurren oder Bellen abzugeben, sobald sie ein unbekanntes oder verdächtiges Wesen im gesicherten Gebiet bemerkten. Spürhunde waren sehr gut ausgebildet und legten bei Bedarf ein ruhiges, diszipliniertes Wesen an den Tag. Sie arbeiteten mit Fußpatrouillen zusammen und waren besonders nützlich, weil sie den Geruch eines Feindes über große Distanzen bis zu 900 Meter aufnehmen konnten. Anders als Wachhunde gaben sie kein akustisches Signal von sich, sondern versteiften sich, um anzuzeigen, dass ein Feind in der Nähe war. Natürlich auch sehr gut, um eigene Entdeckung zu verhindern. Rettungshunde wurden erstmals in Deutschland im späten 19. Jahrhundert ausgebildet und waren schnell in ganz Europa im Einsatz. Ihre Aufgabe war es, die Verwundeten oder Sterbenden auf den Schlachtfeldern zu finden. Sie hatten Erste-Hilfe-Sets bei sich, sodass verwundete Soldaten sich selbst helfen konnten. Außerdem waren die Hunde dazu ausgebildet, den tödlich Verletzten in ihrem Todeskampf Gesellschaft zu leisten. Nachrichtenhunde stellten sich als den Soldaten mindestens ebenbürtig heraus, wenn es um den gefährlichen Job der Nachrichtenübermittlung ging. In vielerlei Hinsicht waren sie sogar besser als Menschen. Diese stellten ein großes Ziel dar, das noch von Uniform und Ausrüstung verlangsamt wurde. Fahrzeuge gingen oft kaputt und Telefonleitungen waren sehr leicht zu zerstören. Hunde jedoch waren schnell und konnten sich über so ziemlich jedes Gelände bewegen. Auch Maskottchen hatten ihre Berechtigung an der Front. Für die Männer, die dazu verdammt waren, den täglichen Horror des Grabenkriegs mitzuerleben, waren die Tiere enorm wichtig. Sie erleichterten das schwere Schicksal und selbst kurzer Kontakt zu den Hunden hatte sehr positive Auswirkungen auf die Soldaten. Selbst Adolf Hitler soll davon gewusst und einen eigenen Hund bei sich in der Stellung gehabt haben. Hunde waren im Krieg also in gewisser Weise Multifunktionstiere. Ein Tier, das eine sehr spezielle Rolle spielte, war die Brieftaube. Die Telefonverbindung ging leicht kaputt und der Funk steckte noch in den Kinderschuhen. Daher waren Brieftauben zur Nachrichtenübermittlung unentbehrlich. In England konnte das Verwunden oder Töten einer Brieftaube sogar mit 6 Monaten Gefängnis bestraft werden. So sehr wurden die Tiere geschätzt. Eine Taube namens Cher Ami, geschätzter Freund, wurde für ihren Beitrag zur Rettung von 194 amerikanischen Soldaten, die 1918 hinter deutschen Linien eingeschlossen waren, mit dem Croix de Guerre avec Palme ausgezeichnet. Sie hatte es bis zurück zu ihrem Taubenschlag geschafft und das, obwohl sie einen Durchschuss im Brustbereich hatte, auf einem Auge erblindet und voller Blut war und eins ihrer Beine nur noch an einer Sehne baumelte. Sie war nur eine der mehr als 100.000 Brieftauben, die 1914 bis 1918 zur Nachrichtenübermittlung zwischen den Schützengräben und den Kommandierenden eingesetzt wurden.
Wo andere Methoden versagten, hatten Brieftauben eine Erfolgsquote von 95%. Die Deutschen brachten schließlich sogar Falken an die Front, um die gegnerischen Brieftauben zu jagen. Es ist eine Tatsache, die leicht vergessen wird, wenn man an den Krieg denkt, dass neben den Millionen von kämpfenden Männern auch Millionen von Tieren für ihre jeweiligen Nationen im Einsatz waren. Leider oft zu noch schlechteren Bedingungen wie die der Soldaten. Von den Männern selbst wurde ihr Einsatz jedoch nie vergessen. Heute mag es komisch erscheinen, einem Tier militärische Ehren zukommen zu lassen, aber stellt euch mal vor, dieses Tier hätte euer Leben und das eurer Kameraden gerettet oder einen entscheidenden Beitrag zu einer siegreichen Schlacht geliefert, vielleicht sogar unter Einsatz seines eigenen Lebens. Ohne die vierbeinigen und gefiederten Soldaten wäre vieles im Krieg gar nicht möglich gewesen. Was denkt ihr über den Einsatz von Tieren während des Ersten Weltkriegs? Schreibt es uns in den Kommentaren und schreibt uns auf Facebook oder Twitter, zu welchen Themen ihr noch weitere Specials sehen wollt. Wir haben vor kurzem übrigens ein Special gemacht über den Grabenkrieg und die Auswirkungen davon auf die Soldaten an der Front. Klickt hier, um es euch anzusehen, und folgt uns auf Facebook und Twitter für mehr Hintergrundinformationen. Bis dann, bleibt dran.